von mir Holz. Ja, stellen. Wir brauchen noch Stuff. Oh Leute, ich sehe jetzt. Hast du jetzt den Unterstand ein bisschen gebaut? Nein, den Fahnenmast. Ah! Also am Fahnenmast mal ein bisschen rumgedengelt. Ja, ja. Steht der Fahnenmast etwa? Nein, wir mussten ja Vorschlaghämmer besorgen gehen. Ich hab das letzte Mal keine gefunden. Das stimmt. Gut, da leuchtet was. Ja, ich komme angelaufen. Da rennt er, da rennt er. Ich hab ihn im Visier. Bam! Gruselig, Mann. Ich hätte gerade, dass ich hier nichts sehe, ne? Ich sehe dich. Und du läufst und läufst. Lauf schön, ich in die richtige Richtung. Jetzt bist du hinterm Baum verschwunden, ich sehe dich nicht mehr. Nein, du läufst falsch. Läufst du so wie. Oh läufst du so wie Kai gelaufen ist? Schnell, guck mal, ob da irgendwo eine Axt liegt. Warum sollte eine Axt liegen? Miau! Oh, jetzt bist du. Ah, wir müssen da unten noch einen Wachturm hinstellen. Leute, wo ist das scheiß Camp? Ah, du bist jetzt schon dreimal dran vorbeigelaufen. Ich bin die ganze Zeit in eine Richtung gelaufen, also. Nein, bist du nicht, du bist im Kreis gelaufen. Wir haben doch die Taschen. Dreh dich mal um. Jetzt bin ich richtig, blinkt. Oder was? Dreh dich um. Schon wieder, ich hab mich doch gerade umgedreht. Warte, ich muss den Schein deiner Taschenlampe deuten. Ich glaube, du kommst näher. Ja. Ja, das sieht so aus wie. Wow, Alter, und plötzlich steht man vor einer Wand. Ja, okay. Ja. Warte, ich komm dir mal rauf. Haben wir jetzt ein Tor? Ja. Nee, ich tu nur so. Und der Zaun ist rumgebaut. Da. Na, da hast du ja ganze Arbeit geleistet. Und hier ist dein scheiß Fahnenmast. Nur ich verstehe, warum hier nicht mal Licht gemacht wird. Jawoll! Einfach nur, um dich zu ärgern. So, wir brauchen 32 Steine und 6 Holzstämme für den Scheiß. Für den Fahnenmast, Alter? Was ist das denn? Für ein Gigaprojekt. Und das hier ist der Aussichtsturm. Mhm. Das erste. Und wie hast du den gebaut? Aussichtsturm-Set gebaut. Wie aufgestellt. Baut man das Aussichtsturm-Set? Mit 4 Stöckern und Seil. Okay, also quasi ein Stock mehr wie. 2 mehr wie. Das Zaun-Set, okay. Ja, 1 mehr wie der Fahnenmast. Ah, oder so. Krass. So, also was für Kai, eine Einrichtung, hast du noch den Benzinkanister? Nein. Ich hatte keinen Benzinkanister. Ihr habt doch irgendjemandem den Benzinkanister gegeben. Nee, mir nicht. Ich hab den definitiv rausgeschmissen. Kühler und Benzinkanister. Stefan, hast du den? Nee. Wir haben keinen Benzinkanister mehr. Willst du mich verarschen? Wo ist denn dieses magische Auto, was ihr gefunden habt? Es ist direkt hier unten im Tal. Bei diesem kleinen Aussiedlerhof. Okay. Sachen im Zelt, das muss man sagen. Das erste, was wir mit dem machen, ist, wir fahren los und besorgen Fässer. Alter, es geht mir so auf den Sack mit diesen Kisten. Aber es sind mehr Kisten geworden. Alter, ja, wir haben. Ja, weil ich gemachtes Messer, das wahrscheinlich mal einem Jäger gehört hat. Was sind das hier für. Für Schätze. Seltene Sachen. Das hatte ich alles im Rucksack. Ich will ja nichts sagen, Leute, aber gib mir mal bitte jemand Antibiotika. Ich bin hier am. Verrecken. Ich hab nichts. Warte. Wer braucht Antibiotikum? Ich. Du kriegst Antibiotikum. Du kriegst Antibiotikum. Warum bin ich schon wieder der Medic? Du bist halt immer. Jetzt bleib weg von mir. Okay, ja, Steine sammeln, das ist natürlich jetzt. Heftig. Dass jetzt die Wand hier komplett zu ist, ja? Geil, ne? Das ist Next Level, ja? Krass. So, haben Jungs, wir etwa brauchen wirklich Stöcke. Einen sicheren Ort zum Leben gefunden? Hier ist nix sicher, komm her, du, ich schieß dir den Schädel weg, du. Geil, ach, du hast den Cowboy-Hut weggeschmissen. Ja. Jetzt erkennt man ihn nicht mehr. Ist so, für diesen Unterstand braucht man irgendwie noch einen Haufen Stöcker
hatten Plan oder Leder. Okay, Plan. Keine Ahnung. Ich hatte ja mal. Ne, Tarnnetz haben wir gefunden, aber das konnte ich nicht mitnehmen, genau, ich erinnere mich. Ja. So, Stefan, komm, geh mal Holz hacken. Was, warum Holz hacken? Holz? Wir brauchen jetzt das scheiß Auto, ha? Und dann will ich Bretter hier hinfahren. Nein, wir brauchen 6 Baumstämme. Hier, ich leuchte dir. Hast du noch mal eine Axt gefunden? Weil das Beil ist ziemlich hinüber. Ich hab noch ein Beil. Hab keine Ahnung. Ja, du hast ein abgenutztes Beil, aber... Stefan, ich habe 2 Schleifsteine, 2 Beile, 2 Hämmer, eine Brechstange hier drin verschlissen, um diese Scheiße zu bauen. Krass, verschlissen. Da haben wir hier lagen ruinierte Sägen und andere Werkzeuge rum, das konntest du gar nicht mehr zählen, ey. Man hat ja unten diese Skill-Anzeige. Ja. Die ist bei mir fast auf dem Hammer. Krass. Was für eine Skill-Anzeige eigentlich? Das ist schön, wenn man das zu dritt macht, ey. Immerhin morgen. Ja, aber schön, dass du so eine Nachtschicht eingelegt hast, ist natürlich... Ich hab... Oh, Alter, frag nicht. Es war die Hölle. Du hast dich grün und blau geschuftet. Für unser aller Zukunft. Warum seid ihr eigentlich noch krank? Ich bin endlich mal wieder gesund. Dann warst du noch nicht lange krank. Ich war verdammt lange krank. So. Jetzt brauchen wir nur noch Steine. So, ja, dann müssen wir die Spitzhacke dafür holen. Ja? Spitzhacke, Hämmer. So, jetzt für Tag, den Generator können wir wieder auch. Ja, die ist schon demoliert. Echt? Ja. Scheiße, und sonst habe ich keinen. Kann man mit den Vorschlaghämmern kann man doch auch Steine holen, oder? Ja, bin schon dran. Ja, ja. Vor allen Dingen, wo machst du das? Auf Steinen. Ich setz mich mal in den Adder und guck mal, ob ich ihn ankriege. Ich vermute nein. Ich habe mich nicht reingesetzt, ich weiß nicht, ob Sprit drin ist oder nicht. Also ein bisschen Sprit haben die meistens, die Karren, ne? Dann packe ich gerade noch meine Wasserflasche in den Kühler und dann versuche ich das Ding mal hier hochzufahren. Das ist natürlich geil. Jetzt noch ein Geländewagen vor der Tür. Ja. In der Tür bitte, der wird reingefahren. Ja, mindestens, das stimmt wohl. Ich habe übrigens noch eine zweite Bärenfalle mitgebracht. Jetzt kann ja gar nichts mehr passieren. Doch, wir fahren mit dem Autoreifen in die Bärenfalle. Pauz! Kacke. Hack Steine, Stefan. Ich habe kein Werkzeug zum Steinhaken. Hacksteine! Im Zelt liegt die Spitzhacke. Kai, du hast noch einen zweiten Vorschlaghammer. Ja, ich hack die Steine. Pack sie dir ins Inventar. So, boah, ist der Stein groß. Ja, große Steine. Davon brauchst du 32. Diesen Begriff haben die Steine verdient. Das wird aber echt. Also, ich hoffe, dass dieser Fahnenmast so prächtig ist, wie ich ihn... Wie du ihn dir vorstellst. Ja. Weil ansonsten bin ich hier ziemlich enttäuscht nach so einer Knüppelarbeit. Na gut, ich kann jetzt immerhin 2 Steine tragen. Wo hat denn die Lenkachse vorne? Ja. Ja. Was soll das sein? Rasenmäher? Weiß ich. Das ist ein Geländewagen. Du kannst deine Lenkachse überall haben. Er hat vielleicht Einzelradaufhängung oder eine Starrachse, aber keine hinteren Weg. Oh, ich muss jetzt gleich noch was trinken. Meine Vorräte sind auch hier durch diese heftige Loot-Trip hat mich hier ganz schön. Ja, so ein bisschen Sprit hat er noch. Reicht's bis zur Base? Weiß ich nicht. Ich muss aber gerade feststellen, dass ich kein Wasser mehr habe. Aber da kann man ja auch Bachwasser reinkippen, oder? Ja, das haben wir auch mal gemacht. Aber, ja.
Hauptsache, das Ding ist wirklich voll, weil wenn der überhitzt und der Motor am Arsch ist, das ist nicht reparabel. Dann ist die Karre an die Mühle. So, erster Vorschlaghammer am Arsch. Wie viele Vorschlaghammer? Wie viele Steine hast du? Es sind jetzt 14 von 32 hier drin. Also ein Vorschlaghammer macht 14 Steine. Was ist denn das für eine... für eine Gleichung, hä? So, wir haben 2 Vorschlaghammer, sind 28 Steine, fehlen noch 8. Wir haben noch eine demolierte Axt. Spitzhacke, so. Kann man den Vorschlaghammer auch nochmal mit irgendwas retten? Nein. Mit Klebeband oder so. Nein. Also... die kleinen Hämmer kann man auf keinen Fall retten. Das haben wir tatsächlich schon probiert. Okay. So. Wie viel passt denn so ein Scheißding rein? Mein Gott, ey. Wie dich hier abquälst, ne? So, warte mal gerade. 4, 5 Flaschen werden da reingehen in den Kühler. Gut, ich habe 2 Flaschen. Dann mache ich die jeweils immer jetzt nochmal voll, wenn ich sie reingekippt habe, wenn er dann nicht schon voll ist. So, back on keyboard. Mann. Was ist mit dem Hammer jetzt? Ansonsten probiert euch nochmal durch mit Klebeband und dem ganzen Schiss. Ja gut, wir müssen sowieso jetzt nochmal los, wenn es an Sprit fehlt. Und so. Haben wir jetzt. Ja, ein inberechnet hier? Ne, 26 haben wir. Kai? Ja? Hast du die Metallplatten schon ins Auto gelegt? Nein. Dann sind sie weg. Wir hätten Metallplatten gehabt? Egal, ich muss erstmal was trinken. Oh, ist leer. Das ist ja nicht schön. So, sehr gut. Kühler ist voll. Leute, meine ganzen Wasserflaschen sind leer. Shit. Mhm. Ah, hier ist noch eine volle. Die muss ich jetzt leider komplett wegpumpen, ja? Also wir müssen unbedingt dann nochmal looten. Hilft nichts. Was trinken angeht, sind wir im Camp gar nicht so gut aufgestellt. Wo ist jetzt den Hammer her? Hab schon die ganze Zeit. 3 Hämmers. 2. Ja, aber es fehlen nur noch 2 Steine, Leute. Die Spitzhacke schon demoliert. 9. Der Vorschlaghammer tut noch seinen Dienst. Verrückt, ey. Was für ein wunderschöner Morgen hier ist, gell? Komm schon, versuch jetzt noch einen Stein. Ein Stein! Ah. Es fehlt noch ein Stein. Hey, du gibst aber ja alles, ey, geil. Und? Ja, es ist ein Stein bei rumgekommen.
gerade einen Stein geworfen. Und jetzt? Versuch's mal mit dem Hammer oder mit dem normalen Hammer geht's nicht. Versuch's mit der Spitzhacke. Ja? Ein Sockel bauen, ey. Ach du Scheiße, ja? Ich dachte, das ist jetzt das fertige Ding. Ach du Jemine. Jetzt? Nochmal 3 Baumstämme, ein Draht, Seil, 60 Nägel. Wieso? Warte mal, hier war doch Draht hier am Eingang. Ja, nicht vom Tor holen, du. Das ist eine Erweiterung. Nee, der Stacheldraht liegt da drin. Ach so, der liegt hier nämlich auf dem Boden. Okay, naja, nee, das brauchen wir nicht. Shit, ja. Okay, Seil ist ja kein Problem, ja, das ist, kann ich ja reinmachen, ja. Haben wir ja en masse. Ja. Aber dann hört's schon auf, also Nägel, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man wirklich dann die 60 Stück braucht, ist das so? Das scheint mir viel. Leg sie rein, was man nicht braucht, holt mal wieder raus. Die Frage ist, haben wir noch Nägel? Eigentlich, ja. Alter! Ah, ich hab nur eine Nagelkiste. Mal sehen, wie viele Nägel hier drin sind. 60. Ja, also. Sind sogar noch 10 übrig. Okay. Komm, 3 Baumstämme. Das ist ja. Ja, gefällt. Ja, aber. Hast du ein Draht? Die Axt. Ist doch drin, oder nicht? Nein. Hast du ein Draht da reingelegt jetzt? Nein. Na, dann... wüsste ich nicht, wie wir das hier... finishen sollen, ohne Nachschub an Ressourcen. Weißt du, wo Draht war? Hä? Hier unten. Ist auch weg. Hauptsache, das Auto ist noch da. Alter, ist mich angenießt. Wir müssen gleich mal kurz ein Lagerfeuer machen. Mein Typ, der ist... Meine Klamotten sind immer noch nass. Kein Wunder, dass es hier sich nicht unbedingt verbessert, der Zustand. So. Alter, an den zweiten Gang ist einfach nicht zu denken mit dieser Karre. Fehlt ja auch ein Rad und sonst was. Ist das Tor offen? Ja. Das Tor ist auf. Bin ich bitte gegengefahren? Da war nichts. Ich sehe dich. Und hast sogar schon eine Tür gepflegt. Natürlich. Stand ja direkt einer nebendran. Geil. Wie geil ist das denn bitte? Hm? Ah, cool, ich kann den nach hinten machen, da können hinten Leute einsteigen. Sag mal. Yep. Ja, das ist wie beim Raff. Ja? Du musst das sogar. Genau, damit ich jetzt hinten einsteigen kann, muss ich den Sitz einstellen. Ist geil, gell? Das ist die gute alte Dreitürer-Technik. Alter, das war eine Quälerei hier hoch. Das kann ich mir vorstellen. Geile Karre, ja? Die beste. Na gut, da ist jetzt natürlich noch nicht viel mitgebracht, aber immerhin. Es war ja leider nichts da. Ach gut, das macht Sinn, ja? Hier die Kofferraumklappe. Ach, die Motorhaube geht anders auf, das ist auch ganz interessant. Okay.
Da müssen wir irgendwo noch so ein Rad auftreiben. So, ich schnapp mir mal die Bärenfalle. Die Frage ist, wann ist Restart jetzt? Dauert noch ein bisschen. Ich glaube um 10 unserer Zeit. Also nicht rechts aus dem Tor gehen. Okay. Liegt eine Bärenfalle. Kann ich den Stacheldraht eigentlich wieder zu normalem... Nein. Also ich bin ehrlich, ich habe jetzt auch nicht wirklich geguckt, ob der Draht noch da gelegen hat. Ich war froh, dass ich das Ding in Bewegung hatte und auf dem Weg hier hoch. Seid ihr verziehen. Aber die Dramatik... Ich kann das Auto schieben? Das konnte man ja schon immer. Sehr gut. Achtung. Jetzt liegt das hier im Wachturm. Ne? Leider. Muss ich irgendwo abbauen oder so? Naja, gar nichts. Wie viel Sprit hat denn der jetzt gehabt? Der war circa auf dem Niveau, wie ich ihn bekommen habe. Okay, also er ist wirklich... Es ist nicht viel, ja? Nein. Aber es muss reichen. Raus. Ich baue mal die ganzen Bausets auseinander. Ich brauche ein paar mehr neue bauen. Ja. Unglaublich. Was wir hier geschaffen haben. So. Ich geh nochmal runter gucken, ob da noch vielleicht was ist. Ja, mach. Hat jemand noch was zu essen? Die Kartoffel konnte ich essen, oder wie? Wenn du sie schälst, kannst du sie essen. Hm. Na, dann schäl das. Was aber nicht viel übrig geblieben. Ich weiß nicht, ob man die roh essen kann, also in echt ja irgendwie ein Schnitt. Doch. Okay. Das macht nur keiner. Oder so. Ah ja, gut, scheint zu klappen. Ja, müssten wir eigentlich auch mal wieder was jagen, streng genommen. Ich geh was jagen. Ich glaube nicht, dass ich hier was finde. Ich hab unten wieder, ich glaube, ein Bär oder irgendwas gehört. Na, das ist ja eine leichte Beute. Für dich allemal. Also bist du bei einer Hütte, ja? Ja? Gut, weil ich hab dich dann gerade eben raus sehen. Bei diesem Gehöft hier, gell? Ja. Ja, da unten stand der Adder. Also. Ja. Und der Bär ist irgendwo da in die Richtung. Ja, dann lass ihn mal finden, damit wir hier was zu fressen kriegen. Ja gut, das hier ist also der Schlachtwagen gewesen. Gut. Jens, kommst du mit? Warte, ich renn grad noch mal in die Base, dann komm ich. Ich hab ja immerhin die Longhorn dabei. Wollt ja, ich mal... Wenn wir 27 ein bisschen austesten. Ich wäre fast in die Bärenfalle gerannt. Also ein Metalldraht habe ich jetzt. War da echt? Noch einer? Ja. Ah, dann waren nur die Platten weg. Ja, okay, also... Soll ich die andere Bärenfalle noch ins Tor stellen? Ja, müssen wir nur dran denken, wirklich, ja. Aber kannst du machen.
Stefan, wartest du? Boah, da ist ein Zombie einfach so mitten im Wald, ey. Ja. Wie creepy ist das denn, ne? Ich dachte gerade, was ist das für ein Vieh? Aber es ist einfach... Ein Zombie. Genau das. So. Holztür ist zu, Bärenfallen stehen dahinter. Waffe ist durchgeladen. Komm euch hinterher. Ha, getroffen. So muss man's den Biestern geben. Immer feste drauf. Ja, der lebt noch, aber... Das ist ein anderer, ne, der lebt noch. Wenn ich jetzt schieße, ja, dann... Ja, er lebt noch. Scheiße. Er lebt noch. Jetzt mein Schalldämpfer mal. Er lebt noch. Na gut, noch. Dann hör auf jetzt, weil wenn wir jetzt hier schießen, dann werden wir nicht ja, erlegen erlebt. Hier. Doch, dann kommt er zu uns. Oder so, ja. Brrr. Ja, Kai, wo war er denn? Irgendwo zwischen hier und Konopki hat man ihn sehr deutlich gehört. Ups, sorry. What the fuck? Und dann das war ich. Achso, Konopki ist ja hier. Ja gut, das ist natürlich jetzt hier in diese Richtung. Ja. Achtung, Stefan, Zombie kommt. Natürlich, ja. Ich renn hier den Hang runter, ich höre da BAM! Also man hört ihn da unten noch, ja? Ne, man hört nichts, man hört nur einen Kai, der ja, einen zittrigen Finger am Anzug hat. Ja! So, wir sind alle und hier. Du kannst ja hochschauen. Hi. Hinten rennt noch ein Zombie. Ich glaube, ja eben, ich glaube die Longhorn ist auch ein bisschen laut. Lassen wir es lieber. Kommt. Sobald ihr das Mistvieh seht, schießt. Wartet nicht, bis es euch findet. Wenn er dich trifft, bevor du ihn triffst, hast du ein Problem. Naja, lass dich einfach nicht zuerst treffen. Ja, eben. Was mache ich, wenn du mich zuerst treffst? Lass dich einfach nicht zuerst. Lauft nicht zu dicht aneinander vorbei. Was soll das heißen? Jetzt werden wir wieder krank. Nein. Nicht, dass der uns alle drei gleichzeitig, Alles klar, Stefan, du bist das Opfer. Ja, Leute, ey, was soll das für ein Bär sein? Ich bin jetzt schon fast enttäuscht, wenn es kein Bär ist, ja? Das ist ein Bär. Sondern nur ein alter Eber oder sowas, ja? Ich höre ihn gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mal wirklich so einen gehört habe, ja? So handfest. So, lasst mal ein bisschen nach oben laufen. Richtung Konopki. Ja, jetzt laufe ich ja in anderswo. Wo seid ihr? Ich muss irgendwo bei dir sein. Ich bin... Ich hab dich doch gerade eben noch gesehen. Ja. Ja gut, dann treffen wir uns da auch. Da rennt jemand. Nee, Konopki. Ah, da. Stefan, wo bist du? Ja, Frage. Lass uns ausschwärmen, haben sie gesagt. Oh mein Gott! 313! Nein, da ist ein Bär hinter mir! Ist der schneller wie ich? Ja. Ich glaube, ich bin tot. Nein, du bist nur bewusstlos. Dann helft mir mal! Wenn er mich ja, wo trifft, warst du denn? Ja, weiß ich nicht, im Wald, ja, Richtung Konopki. Ah, ich seh ihn. Er schießt ihn, er frisst mich. Medic. Jens, Achtung. Bist du auch down? Ich wache auf, Leute, bitte. Nein, nein, lauf mir hinterher, Jens. Ich seh dich nicht. Bitte helf mir. Wo bist du jetzt, Jens? Hier ist ein großer umgefallener Baum. Ich brauche einen Arzt. Verbände dabei. Hab ich, aber ich muss erstmal wach werden. Ich sehe einen Baum. Ha? Leute, was ist das denn? Ey, das ist ja einfach krass. Oh, ich blute nicht mal. Ich bin einfach nur heftig angeschlagen. Alter. Ich renn mal zurück zu der Lichtung.
Weiß schon, wo wir den Hang hochgerannt sind. Kai, da bist du doch neben mir gewesen. Ich hab meine Waffe. Wo bist du? Oh, ich hab meine Waffe fallen. Hier bin ich doch. Rechts. Wohl. Oh mein Gott, ey, ich wäre hier 2 Meter neben dir im Gras verreckt. Krass. Der hat meine Weste ruiniert. Ah, ne. Wo ist das Vieh? Erstmal nachrepetieren, ey. Jetzt hab ich eine Rechnung mit dem Ding offen, ey. Alter, das ist ja okay, ihr hattet alle recht. Ja, ich geb's zu. Ah. Was ist das Vieh? Diese Viecher sind einfach unberechenbar und unbesiegbar. Der ist ja doppelt so schnell gerannt wie ich. Glaub mir, der hat 5 Schüsse von meinem Großkaliber gefressen. Ja, das war nämlich mein nächstes Problem, ey. Da muss ja mit dem Sturmgewehr auf Jagd gehen, weil mit dem einen Schuss, den ich da abgefeuert habe, da habe ich jetzt wahrscheinlich schon nicht mal getroffen. 2 orangene Rucksäcke im Wald. Ja, das bin ich. Ah ja, da weiße Gestalt. Wir versammeln uns kurz. Wir versammeln uns kurz, Leute. Ja, ich weiß nicht, wo der hingelaufen ist. Hast du nochmal eine Pille gerade für mich? Nee, ich habe keine Pille mehr. Was brauchst du für eine Pille? Antibiotika. Ich habe meine letzte gerade eben selber gefressen. Naja, ich habe nur noch Aktivkohle. So, dann... Der ist hier hochgerannt. Das weiß ich nicht, aber... Doch, ich habe ihn noch kurz gesehen. Wir sollten nach Hause gehen. Aber ich höre ihn auch nicht mehr. Ist er seinen Verletzungen erlegen? Habe ich ihn überhaupt getroffen? Oder hat noch jemand anders ihn getroffen? Ich habe auf ihn geschossen, Du hast mindestens 2-mal geschossen, ey. Also aber, ich hab einmal geschossen, aber da hat er mich schon umgenietet, ja. Achtung! Da hab ich ihn doch gehört. Oh mein Gott, ey. Wieso will ich das am liebsten? Ist man im Auto sicher? Weiß ich nicht. Na gut, wir können es jetzt auch nicht herausfinden. Also wir sind Konopki sehr nah jetzt. Da! Hör ihn. Der muss hier auf der anderen Straßenseite sein. Du siehst ihn. Alter! Oh mein Gott! Ey, war das krass, Kai. Ey! Ich bin bewusstlos. Ich reanimiere dich. Schnell, Stefan, Verbände! Ich hab einen ganzen Magazin. Alter Verwalter! Der ist eine Nummer größer wie der, den ich hatte. Ich hab blutet 3-mal. Ja, ich verbände, Alter. Dass du das überhaupt überlebt hast, da. Alter, hab ich da drauf gewolzt jetzt. Du unverschämter Glückspilz, Alter. Was für eine Bestie ist das denn? Alter. Wer hat das beste Messer von uns? Ich hab ein einfaches, eine einfache Machete. Ich hab eine primitive Machete, aber die ist schon ziemlich beschädigt. Ich hab eine makellose primitive Machete. Dann Häuten und Vierteln. Häuten und Vierteln. Alter Verwalter, ey. Boah. Ich sehe das Vieh nur auf mich zurennen. Ich also, da ist er. Ich so, wo denn? Junge, Junge, Junge. Ich hab dann mal von der CR auf die M16 gewechselt hier. Also aber viel Fleisch hat er leider nicht. Aber Pelz. Oh. Naja gut, das Fett können wir auch braten. Das Fett ist auf jeden Fall wichtig. Alter, ich sehe alles nur noch grau. Lecker mir. Boah, Bärenfell ist natürlich einfach riesig, gell? Ja. Und die Innereien, was machen wir aus... Achso, Seile können wir da draus machen, gell? Ja. Du trägst es, als wär's Blech. Aber ich hab doch gerade noch was gehört. Gibt's hier nicht vielleicht noch eine Kuh zur Abwechslung? Also, ich hab, glaube ich, das gesamte Fleisch bei mir. Okay, ich habe 2-mal Fett bei mir, also die Knochen brauchen wir jetzt erstmal nicht eigentlich, oder? Ich bewege mich zurück Richtung Base. Oh, dann komm. Ich muss erstmal die Magazine hier durchladen, ey, das ist ja echt... Alter, der hat so Ewigkeiten gebraucht, für die Longhorn nachzuladen. Viel gefressen, also du kannst mit einem Repetierkarabiner, kannst das vergessen, bis du repetiert hast.
hat dich das Ding schon in Scheiben geschnitten. Ne? Also den ich das letzte Mal hatte, der war kleiner. Ich habe jetzt 27 Schuss da in das Mistvieh reingeballert. Ja, aber was für ein Kaliber ist die Frage? Die... Mit der AK oder was? Ja. Okay. Ja, ich habe auch nochmal ein ganzes Magazin M16 reingedrückt und halt... Leute, gut platziert, also wirklich einen gut platzierten CR-Schuss. Also das ist Großkaliber. Was ist los? Du kannst nicht rennen? Nicht so schnell, weil ich angeschlagen bin. Dann müssen wir dich wirklich im Camp wieder aufpäppeln, ne? Ist sie erstmal gefüttert. Alter, hat der mich auseinandergerobbt, ey. Wir haben auch gar nichts mehr zu trinken, gell? Nee, das stimmt. Und ich hab wirklich gelben Durst. Also ich hab Aktivkohletabletten. Unten bei der Hütte ist ein kleiner Tümpel. Klotabletten. Dann lass mal die Flaschen da voll machen. Ich hab 3 Wasserflaschen dabei. Wie viel Klotabletten? Aktivkohle geht nicht. Nee, Aktivkohle ist nur gegen Kotzer. Bei Vergiftung und Überdosen. Oder als Füllung für Gasmaskenfilter. Ja. Ja, okay. Aber ich hab Chlortabletten. Echt? Wie viele? Ja. Ein paar hab ich noch. Also lass mal so viele Flaschen wie möglich voll machen. Lass mal zu dem Tümpel, ja. Ja, wo ist der Aussiedlerhof? Wir laufen nämlich gerade dran vorbei. Weil noch ein Bär überlebe ich nicht jetzt hier. Was für, wie viele Flaschen? Ich hab 2 oder 3. Ich hab 2 bei mir. Ich hab 3 bei mir. Hast du die aus der Kiste geholt, Stefan? Ja. Ah, ich hab die leer getrunken und dann behalten, um sie dann bei Gelegenheit zu füllen, ne, also. Ey Kai, wenn du die Chlortabletten hast, sollen wir dir gerade die Flaschen da lassen? Weil dann renne ich mit dem Bärenfeld schon mal hoch. Und dem Fleisch vor allem. Dann kannst du schon mal vorher machen. Ja, also der Tümpel ist hier, wo... Zombie da hinten. Jetzt das Schwert. Ah, okay. Ich hab einen Schalldämpfer. So. Naja. Das war nicht der einzige Zombie, den ich hier gesehen habe. Ich füll mal gerade die Flaschen, gib mir mal Deckung, ja? Achtung jetzt! Okay, alle Flaschen füllen, dann hoffen wir, dass wir genug Chlortabletten haben. Ich hätte gedacht, dass Überleben so hart sein kann. Keine Ahnung, ich bin schon wieder krank, dank euch Idioten. Also ich habe jetzt 2 Flaschen mit Bachwasser. Ich mach gerade die dritte. Ich leg meine beiden Flaschen hier auf den Boden. Ich höre Wölfe. Nein, das war ein Bär. Gut, ich habe die Flasche, ich habe ein neues Magazin in der. Warte mal, eine Flasche kann ich hier nicht mitnehmen. Kein, nimm du mal. Hast noch Platz? Sind da Chlortabletten drin? In meinen Flaschen, die auf dem Boden lagen, waren noch keine Chlortabletten drin. In meinen Flaschen waren auch noch keine Chlortabletten, also... Das muss ja keine Base machen. Wenn der Kai sich merkt, welche Flasche das war. Ja, ich hab auch... Desinfiziert oder sowas dabei stehen? Gehst halt nicht alleine jagen. Weise Worte. Wer geht gut, dass ich gesagt habe, dass wir zu dritt gehen, ne? Das ist echt so. Jetzt hat der Stefan mal erlebt, was ich erlebt habe. Ja. Gut, was umgehauen. Diese Bestie imstande ist.
Da fühle ich mich doch gleich hinter so Palisaden. Aus Holz. Sicherer. Palisaden mit Bärenfallen im Eingang. Ich will es nur nochmal gesagt haben. Bärenfallen im Eingang. Wir haben nicht genug Bärenfallen, ne? Okay, also das. Also die Basis sieht schon echt krass aus, gell? Ist natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr zu übersehen. Warte, bis die Bäume wieder stehen. Achso, ja. Aber egal. Es ist ein Bollwerk der Sicherheit. Oh mein Gott, ja. Komm ich hier vorbei? Ja, ich bin auch vorbeigekommen. So. Warte, ich muss hier auf. Warum liegen hier eigentlich etwa 60 Grad heißes Visier? Warum liegen hier ganz so viele Sachen im Lagerfeuer? Warum liegt dein Visier im Lagerfeuer? Liegt hier ein geladenes Magazin im Lagerfeuer? Ja, hol raus! Der Topf ist 60 Grad heiß. Hol raus! Ja, der Topf ist ja egal. Ja, der Pistolen... der Pistolending ist, glaube ich, jetzt... Ja, das Visier ist demoliert jetzt, ja. Oh shit, ja. Ich vermute. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt in dem Kochtopf vielleicht sind da noch Sachen drin. Nee, den habe ich auf. Also ich hatte den leer geräumt. Ah, guck mal, ich bin jetzt schon wieder trocken, ja. Und die Pfanne ist leer. Der Topf ist auch leer, aber es ist beides beschädigt, ey, wie krass. So, wie kann ich jetzt gerben? Nee, das sieht aber jetzt schon von jeder Seite sehr viel schöner aus. Naja, ich habe das einmal geflickt. Wo ist denn das andere Fell? Das hab ich in meinem Inventar. Ich wollte schon sagen, ich habe kein Fell dabei gehabt. So, die Flaschen, die auf dem Boden liegen, sind alle behandelt. Achso. Hol mir mal eine. Hol mal alle weg. Dann stelle ich nämlich hier die nächsten hin, Kai. Komm mal. Sind wir jetzt alle hier drin? Ja. Mach ich nämlich das Tor zu. 2, 3. Stefan, ich. 4 Flaschen. Oder gib mir die Klottabletten. Sind genau da noch. Ist das Bärenfell. Was, wie viele hast du? 4. Stehen doch hier alle. Ja. Da sind hier bei mir liegen 4 Klottabletten. Ich hatte genau 8 Stück. Aufbereiten. So, ich informiere mich mal gerade, wie das mit dem Leder gern geht. Das ist mir jetzt ein Problem. Dass die jetzt doch alle auf dem Boden stehen, das ist ein bisschen dumm. Weil es, glaube ich, keinen Unterschied gibt. Ja, deswegen tut man sie ins Inventar, wenn man eine behandelt hat, die jetzt, in der Hand, tut man auf den Boden. Jetzt muss ich nochmal, also jetzt muss ich eine Tablette verschwenden, weil ich nicht weiß, welche behandelt war. Ja. Okay. Ah, wer hätte gedacht, dass wir so... Ach du Scheiße. Um Tierhaut zu gerben, benötigt ihr zunächst eine beliebige Menge an Tierhäuten und Drakon-Pflanzendünger. Letzteren benötigt ihr als Gerbstoff. Die Häute legt ihr in ein Fass mit Wasser ein und gebt den Dünger dazu. Nun schließt ihr den Deckel und lasst den Gerbstoff über einige Zeit seine Wirkung entfalten. Über die Dauer des Gerbens könnt ihr das Fass nicht öffnen. Alter, das ist ja, Kacke. Komplex. Ich meine, geil, aber komplex. Also schon wieder ein Grund mehr, sich ein Fass zu organisieren. Wir brauchen erstmal noch ein Rad. Ja gut, und wir brauchen diesen Dünger, also wir brauchen theoretisch gesehen... eine Menge. Also hier hinten liegt noch eine Flasche mit Wasser auf dem Boden, aber die ist nicht aufbereitet. Die ist nicht aufbereitet? Nee. Auskippen. Oder in Kühler oder was auch immer. Kipp sie in Kühler. Wenn sie passt. Oder gieß Pflanzen damit, keine Ahnung.
Bärensteak. Ich leg mal gerade das Fett hier zum Räuchern rein. Hat jemand noch ein Bärensteak für mich? Ich hab hier bei mir. Da, ich fütter dich auch. Nein, Spaß. Hier. Ach, geil. Es ist noch warm, ne? Ja, du musst halt den, jetzt hab ich aber hier Magenschwindel, du, ey. Schlecht mit dem auf, ha? Sie müssen halt noch ein Adarad finden. Wir hatten das, Kai, hol mal bitte den Draht hier, rein. Dann können wir zumindest diese Bauphase, ja, jetzt noch vorantreiben. Bauen Mast! Leute! Oha. Oha. Jetzt kommt's, ja. Haben wir noch Kochsalzlösung zufällig? Ja. Bräuchte ich vielleicht mal. Haben Leute, wir ein IV-Set? Die Piratenflagge! Flagge hissen! Zelt. Jens? Wir haben ein Flaggensymbol an unserem Kram. Guck mal auf die Wände. Von außen oder was? Nein, generell, guck einfach auf die Wände. Nur bei mir ist auf den Wänden. Ja, doch, nix. Ja, das weiße Flaggensymbol, ja. Was heißt das? Wie geil das aussieht. Dass sie jetzt offiziell unser Shit ist. Guck dir mal an, also der Fahnenmast ist schon echt was zum Brollen, ja? Wir werden halt nur auf. Ja, wie viele Kilometer gesehen. Ja, das stimmt, ja. Ich muss gleich mal gucken, wie das von außen aussieht, ja. So, ich habe mir jetzt mal die Reifen montiert, Jens. Sehr gut. Du hast sie einfach nur draufgesteckt. Ich hatte ja nichts dabei. Ich weiß. Draufgesteckt? Junge, das ist ja mal geil, ey. Das ist ja nicht mal eine Base. Oh, Alter, jetzt will ich hier was reingeklatscht, ey. Achso, wir haben ja diesen Rattenmutternschlüssel, genau. Ja. Hatten wir noch eine andere Flagge eigentlich? Ich werde nochmal zwei. Du hattest eine. Im Video sieht man sie. Ich habe keine Ahnung, wo du die hingelegt hast. Aber es kann sein, dass ich sie weggeschmissen habe, um bei der letzten Loot-Tour Platz zu machen. Egal, falls wir eine bessere Flagge finden, können wir die immer noch tauschen. Den Spaten können wir auch mal wegschmeißen. Der ist demoliert. Wir haben noch einen Feldspaten. Ich meine jetzt. Wow, Alter. Krass. Aber ist das jetzt durch den Flaggenmast, ist das jetzt alles geclaimed? Vielleicht? Keine Ahnung. Also das Zelt auf jeden Fall nicht. Das Zelt ist aber nur ein platziertes Objekt. Das ist ja nicht gebaut. Ne? Ja, ich habe hier immer noch meinen Unterstand. Der Stromgenerator hat aber auch die Flagge. Keine Ahnung. Mann, also ich brauche erstmal noch kurze Stöcke. Kurze Stöcke sammeln. Krass. Die Flagge. Das sieht ja echt, es ist ja einfach unglaublich geil. Jetzt ist es unseres. Dass wir mal so ein gewaltiges Camp zustande gebracht haben. Ne? Ich sag dir eins. Das nächste Mal ankommen ist es geradet. Wer hat noch eine Kochsalzlösung? Aber eins konnte ich. Die müsste im Zelt liegen. Immer noch. Ein Fett konnte ich retten. Ja. Gut, wir können ja auch einfach die Flagge enthissen, wenn wir offline gehen, aber. Bist du so kaputt? Man wird es trotzdem sehen. Ja, mein Bluttropfen ist halt nur noch zur Hälfte. Ach so, du hast ja Blut verloren wegen dem Bären. Ja, Blut. Ja gut, oder du musst jetzt halt warten und viel trinken und viel essen, damit sich das wieder auffüllt langsam. So, lass den Onkel Doktor mal gucken. Lass mich da rein, du. Ich hab die bei mir. Du hast die, dann gib sie her. Du kannst damit nichts anfangen, du Amateur, du. Eckiger, du. Hui. Das ist ein Blutentnahmeset, du Amateur. Ja, das...
Ach, weiß ich, aber ich hab nur das. Sonst hab ich nichts. Ah. Hier. Was würden wir ohne den Team-Medic hier da, 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 da. Ein Glück habe ich das beim letzten Besuch im Krankenhaus eingesammelt. Ich wusste, dass es mir nochmal hilft. Dir. So, komm her, Pupp, wo bist du? Stefan, so. Steht da unten was bei dir? Was steht da? Da ist er. Eine Gradzahl? Nein, bei dir müsste jetzt eine Gradzahl stehen. Du hast einen Thermometer in der Hand. Zack. Ja, ich messe deine Temperatur, du jetzt. Was macht er jetzt? Was steht bei dir? 39 Grad hast du. Du liebe Zeit, das ist ja Fieber. Ah, mein ja. Geht hoch. Na gut, ich versuche jetzt mal gerade meine Weste hier ein bisschen zu flicken. Gucken wir mal beim Jens. Ich bin krank. Geht nicht. Kann sein, dass ich das mit Leder machen muss. Ja, geht okay. Die Schuhe sind beschädigt. Scheiße, ich muss sofort. Ja, was heißt sofort? 38,8. Und bei mir? Wie das aussieht, also als würdest du rauchen. Aber was? Was für ein Dübel? Warte mal, wie geil ist das denn? Mach das nochmal. Nein, bei mir ist auch 39. Nein, für das Bild. Ja, fürs Bild. Fürs Bild. Oh, ist das gut, ey. Sieht das dumm aus, ja. Vor allem mit der Brille. Als wäre das so ein richtig heftiger Dübel. Ach, das war schon wieder gar nicht, was ich machen wollte. Ach genau, hat jemand noch ein Ledernähset? Ja. In den Kisten liegen welche. Okay. Also ich hoffe, dass ich es mit einem Ledernähset hinkriege. Ah, mein Bluttropfen wird wieder weiß. Siehst du wieder was? Ja, Farbe kommt langsam zurück. Ich muss erstmal die Bärenkratzer aus meiner Feldweste flicken. Wenigstens hast du noch eine. Ach krass, okay. Du hast keine mehr. Doch, aber sie ist halt ruiniert. Ja gut, aber ja, du darfst jetzt auch nicht ausziehen oder so, gell? Sonst kannst du sie nicht mehr anziehen. Deswegen renne ich hier die ganze Zeit mit einer ruinierten Feldweste rum. Doch, die habe ich schon wieder ganz gut hingekriegt. Ich bin ja nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, was den Bärenangriff angeht. Ei, das erste Mal auch, nur als der Bär wiederkam nicht mehr. Ja, das stimmt. Da kann man nur froh sein, dass wir das alle hier irgendwie überlebt haben. Vor allem ganzes Magazin in das Mistvieh reingeschossen. Achso, jetzt wo du sagst, genau, ich wollte noch Magazin wieder voll drücken. Habe ich jetzt natürlich nicht so zählig, ja. Zweimal Leuchtspurmunition. Ja, ich habe hier noch ein 11-Schuss-Magazin. Ist das mal reicht. Gut, ich weiß ja, ich habe halt Teil Leuchtpur-Munition, Teil normale Munition. Da kann ich jetzt nicht zu viel Rücksicht drauf nehmen. Aber ich habe 3 Wechselmagazine für meine. Interessant. Den Unterschlupf kann man relativ easy bauen. Aber. Alter, was ist das denn? Das ist mein improvisierter Unterschlupf. Der hat auch nochmal 100 Plätze. Was hast du denn jetzt gebaut? Aus 4 großen Stöcken und 50 kleinen Stöcken. 50? Okay. Ja. Und wenn man halt Planen hat oder irgendwas, dann kann man ihn tatsächlich auch noch besser bauen.
Ich könnte ihn jetzt zusammenpacken und dann komplett neu aufbauen. Ja, aber lass ihn doch stehen. Das ist ja einfach jetzt erstmal. Genau, perfekter zusätzlicher Stauraum. Also, ich glaube, ich hole mir das mal. Obwohl das jetzt 20 Schuss ist. Da mache ich das Magazin leer. Was hast du denn für eine Waffe? Die M16. Ah. Dafür brauche ich die 5,56 45er Kugel. Also falls du noch welche hast. So. Ja, sämtliche Kisten sind jetzt erstmal in dem Unterschlupf drin und der Unterschlupf hat auch nochmal 100 Plätze. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier ja, eine ultra geile Loot-Sammelstelle. Das sieht aus wie so ein Mörserunterstand oder sowas. Wie so ein Schützengraben-Ding. Aber geil, doch, du kannst auf. Du kannst ja auf alle Kisten dann so zugreifen durch durchscrollen. Ey, wir haben ein ultimatives Lager. Ja. Noch nicht ganz, aber ja. Ja gut. So, für unseren Zelte, ja, wäre noch Platz, das muss man schon sagen. Krass. Jetzt generell mal gucken.